Hier noch irgendwas? Gibt zwei Wege nach unten. Schauen wir mal. Beide scheinen gut zu sein. Kommt man hier auch wieder hoch? Anscheinend nicht. Ich höre wieder einen Slick. Geht's hier hoch vielleicht? Nope. Ah, okay, der Typ da hinten kann mich sehen. Dann müssen wir warten, bis der verschwunden ist. Na, nicht. Ah, zumindest bis er sich weggedreht hat. Was dann? Ah, stimmt ja, ich muss den einen erstmal killen. Gar nicht so leicht, wenn der Typ da hinten immer nervt. Ich muss irgendwie das Timing besser haben. Dass der da hinten vorne ist, könnte klappen. So. Jetzt muss ich mich im Schatten verstecken. Geht's hier runter? What? Das war nicht der Typ dahin. Ich habe nur nach unten gedrückt, um zu gucken, ob man sich irgendwie abseilen kann. Und Abe macht irgendwie eine komische Verrenkung und knallt in den Tod. Ah. Next try. Bis jetzt alles machbar. Ich habe nur gerade irgendwie Angst, irgendwelche Geheimnisse zu übersehen. Es läuft zu schnell alles gerade. Ah, next try. Ja, genau, lass den anderen Typen mal vorgehen. Gut. So, meine Freunde. Nochmal in den Schatten. Genau. Und dann heißt es Rollin' Rollin'. Hey, dich können wir übernehmen. Weck bloß nicht den Slock auf, du Affe. Krieg! Nicht nochmal, Leute. Ich habe gelernt aus meinen Fehlern. Okay, das scheint schon das Ganze hier fast gewesen zu sein. Kann der auch die Hand drauflegen? Nein, ist für Monokons gemacht. Ist hier noch was? Sieht fast nicht so aus. Ah, die Flamme brennt schon mal. Und hier ist auch nichts weiter an Secrets oder so. Sieht jedenfalls nicht so aus. Da geht's auch nicht lang, aber hier in der Röhre könnte es lang gehen. Nicht wirklich. Scheint eine Wand zu sein. Vielleicht hier unten? Nein. Okay. Hier habe ich mal ein bisschen drauf geachtet mit, aber keine Secrets soweit in Sicht. Noch irgendwas hinterm Stein?
Nö. Keine Geheimnisse in Sicht. Was denn jetzt? Okay. Neuer Screen. Und raus hier. Bing, bing, bing. Es läuft doch wie geschmiert hier gerade. Ich würde schon gerne wieder ein Secret finden. Wir haben die gesamte linke Seite geschafft. Und jetzt arbeiten wir uns von unten nach oben, würde ich sagen. So, da hinten ist eine Röhre und ein lustiger Scrap. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links. Oh. Hey, das war genial. Hat's gut geklappt. Tötet euch. Scrap Tornado. Ja, du bist der Größte. Da ist schon mal die Fackel. Hier ist der Ausgang. Und ich schätze mal, dass da hinten ist der Hebel. Und da ist die Kombination für die Glocke. Jetzt rennen wir einfach mal hier lang. Und wir werden... Wow, was war denn das bitte gerade? Holy shit! Ich bin dem Typen quasi über den Schnabel an die Kante gesprungen. Ich frage mich echt, ob das so beabsichtigt ist. Heilige Scheiße, sage ich nur. Oh, seriously, Leute. Ey, mein Herz. So knapp geht das gar nicht, ey. Aber es hat geklappt. Das kann nicht die absolut richtige Lösung sein, wie ich es gerade gemacht habe. Das war viel, viel zu knapp. Aber wenn man sich mein Video anschaut, sieht man wahrscheinlich, was die richtige Lösung ist. Aber scheißegal, ich habe es geschafft. Und geschafft ist geschafft. Und ich denke... Auf zum Ausgang. 2. Yeah, Scrap Fight. Miau. Ziemlich witzig. Los, raus hier. Wieder hier? Was soll denn das? Ich will hier endlich raus. Okay, es hat anscheinend mit dem Hebel dort gar nichts mehr zu tun. Los, komm. Ich sehe, wir müssen erstmal wieder vor dem Typen wegrennen. Und dann da hoch, genau. Oder? Was war hier oben? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aus Freude schon geschafft zu haben. Sind hier noch irgendwelche Secrets? Yes, I found it! Holy shit! Seht euch das an! Geil! Ich freue mich. Ja! Hier, wenn man hier rangeht, hockt sich Abe automatisch hin, weil er hier nur im Hock durchkommt. Damn, I found it! Auf zum nächsten Secret, Leute. Okay, das sieht erstmal einfach aus. Ich schätze mal, das hier ist mein Ausgang. Ich muss im Gehen rollen, so wie ich es vor kurzem gelernt habe, sonst schaffe ich das nicht. Oh, sag bloß, ich darf hier jedes Mal alles nochmal machen. Das Spiel hasst mich. Es hasst mich. Wir sagen, was ihr wollt. Es hasst mich. Das ist unglaublich fies. So, die Entwickler werden gerade wieder immer fieser. Und es killt euch. Boah. Ey, das Game wird härter und härter. Das
Sag ich euch, Leute, es ist echt kein Zuckerschlecken mehr. So, und ich probiere es jetzt nochmal so, wie ich es das letzte Mal gemacht habe. Boah, es klappt wieder. Ey, ich krieg's nicht. Aber der andere Scrap ist mir diesmal nicht gefolgt. Das gefällt mir weniger. Ah, damn, ich habe das Secret gefunden. Das ist schon ein Grund zum Feiern. Echt gut versteckt wieder. Aber ich habe wirklich gedacht, scheiße, ich habe schon wieder geschafft hier und wieder kein Secret wieder. Doch noch gefunden, klasse. Ah, jetzt geht das Ganze hier schon ein bisschen schneller. Ah, es nervt. Immer wenn ich im Secret bin. Quasi jetzt nicht, wenn ich das Secret schaffe und danach sterbe, sondern muss ich es nochmal machen, sondern wenn ich im Secret sterbe, muss ich das vor dem Secret nochmal machen. Yeah. Good times. Yeah, Catfight. Sehr geil animiert. Ist so ein bisschen comichaft, finde ich. Wenn die sich so ineinander verbeißen, wie so ein Tornado. So, jetzt aber ab zum Secret. Dass wir hoffentlich diesmal packen. Scheiße, Leute, ey. Das wird nix. Also ich habe die Taste fürs Rollen parat, aber irgendwie... Oh, es hat geklappt. Holy. Und ich muss so runter. Wow. Are you kidding me? Das ist das für den Mudokon? Nee, das ist mein Ausgang. Ah, natürlich. Ich glaube, ich hab's schon. Ich hab's schon. Was? Puh. Okay. Next try. Wenn ich es nochmal verkacke, werde ich in Zukunft das hier rausschneiden und euch nur zeigen, wenn ich im Secret Room bin. Aber bitte vergesst dabei nicht, was ich immer zwischen den Versuchen erleiden muss. Sieht dann immer so aus, als würde ich Safe Staten oder sowas, was hier ja gar nicht geht. Oder Quick Save. Und wir springen dir wieder vor der Nase hoch. Ich find's immer noch krass, man muss es anscheinend so machen. Du bist der größte Boy. Du hast den längsten Schnabel. Also. Man kann sagen, was man will. Wenn man alle Secrets hier haben will, man muss perfekt werden. Man muss ein Pro werden an bestimmten Stellen im Spiel immer. Man muss nicht das ganze Spiel auswendig kennen. Aber jeweils zwischen den Checkpoints muss man ein Pro werden. Wenn man die... Ein richtiger Profi, wenn man die Mudokons alle befreien will und Secrets lösen will. Weil die Checkpoints, wenn man die Mudokons befreien will, so unfair gesetzt sind. Wenn man das Spiel nur durchspielen will, ohne sie zu retten oder ein paar retten, die auf dem Weg sitzen. Absolut fair. Nicht schwer. Aber so hier ist das Ganze verdammt schwer. Hab ich jetzt alles gemacht? Ja. Der Schwierigkeitsgrad von dem... dem Spiel so würde ich leicht bis normal nennen. Wenn man alles retten will, hart bis sehr hart. Bis fast... Albtraummäßig. Wenn ich mal Schwierigkeitsgrade benennen darf. So, Tasten im Augenschein halten. Scheiße! Es glaubt nicht, wie scheiße schwer das ist! Cut! Puh, nächster Versuch. Nee, ernsthaft, Leute. Es ist unglaublich schwer für mich, oder ich stelle mich ja jedenfalls so an, zu rennen und gleichzeitig die Rolltaste zu drücken. Geklappt. Wir müssen da hoch, auf die Plattform, sonst können wir das Portal nicht öffnen. Es muss irgendwie gehen. So, da rauskommen, das werde ich schon schaffen. Was? Das war dein C! Das war dein C-Nagel! Gott! Oh, scheiße. Nächster Cut.